So, wir wollten Jochen töten. Jochen ist hier unten, oder nimm ihn, Jeffy. Und der beschießt hier schon die ganze Zeit unseren Tautropfensammler und kontaminiert unser Wasser mit seinem komischen Gestank. Der war gut. Jerry, der war... Ja, weißt du, wo ich bin? So, die beste Taktik wäre... Wo ist denn der Marienkäfer? Jetzt ist er weg. Ja. Marienkäfer oder Spinne? Hätte man jetzt anschießen müssen, dass der herkommt, dann hätten die beiden sich prügeln können. In der Regel verliert der Bombardierkäfer. Aber ich habe noch eine Idee. Wir haben noch richtig gute Pfeile. Ich hoffe, dass 5 Stück reichen. Wo ist er hin? Jerry. Er schießt auf mich, aber ich sehe ihn nicht. Das ist eine Ameise. Ah, da bist du. Wieso kann ich ihn nicht schießen? Was genau habe ich gerade mit den... Doch, hier sind doch die Pfeile. Wie wechsle ich auf die Stinkerpfeile? Oh, dann nehmen wir das hier auch noch mit. Ah. Okay. So, von wo schießt du denn jetzt? Ich sehe dich nicht. Ist der hier drunter? Das sind noch normale Pfeile. Hallo. Du darfst mir nicht böse sein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich sterbe instant, wenn der mich trifft. Das ist ja... Oder hatte ich kein Leben mehr? Okay, das haben wir gleich. Wo sind denn jetzt meine Stinkerpfeile? Kann ich das tauschen? Das ist ein normaler Pfeil. Ich will keinen normalen Pfeil. Tja. Das ist jetzt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ist er denn hin? Der Gute. Ich würde jetzt gerne... Also ich meine... Noch besseren Zeitpunkt, bis auf dass der Käfer jetzt so ein bisschen blöde steht hier, aber. Also besser geht's doch gar nicht, ne? Ja, wunderbar. Den bauen wir ein. Habe ich leider nicht mehr die Menge an Pfeilen, die ich gerne hätte, aber
Das macht ja nichts. Jerry holen wir uns später. Also jetzt, ich will gucken, ob das geht. Wenn das geht, bin ich mega glücklich. Ah, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen, Jerry. Du darfst ihn nicht aufwecken. Jetzt kommt er darum. Ey, wenn der den Marienkäfer aufweckt, werde ich verrückt. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh, jetzt fängt er mit mir wieder Stress an. Wieso komme ich hier nicht hoch? So. Wir brauchen Rasen. Oh. Ein paar Grasplatten. Das muss ein bisschen zügig gehen. Der Marienkäfer darf nicht aufwachen. Drei Stück brauchen wir noch, ne? Okay. Nep. Oh, wenn das funktioniert. 1, 2, 3. Oh, passt genau. Schön. Autsch. Okay, okay, okay. Soll ich da nochmal eine Wand drum bauen? Sicher ist sicher. Vielleicht das Versagen. Zumindest. Weil ich weiß ja nicht, wie der reagiert. Oder wie lange so eine Wand hält. Also ich gehe mal davon aus, dass der in meine Richtung angreifen wird. Aber wenn der jetzt da eine Wand kaputt macht, dann wäre das ziemlich ärgerlich, weil dann geht der ganze Plan nicht mehr auf. Ja. Jerry, du kommst immer in den ungünstigsten Momenten, ja? Steht er hier vorne rum. Ich kriege ein zu viel. Okay, und den Rest können wir wieder wegbringen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Kampf der Marienkäfer. Dann werden wir ja sehen, wer hier die dominante Spezies ist. Okay, erstmal kommt die Speere rüber. Achso, ich bin voll. Da und da. Die passen hier schon gar nicht mehr alle rein. Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen viel, viel mehr Kisten. Den snacken wir eben. Ach so, Quatsch. Ja, komm, hier, Mischkiste auch noch einmal ganz schnell. Zack, zack. Bevor der Käfer abhaut. Das kann auch weg hier. Gut. Jetzt einmal. Just like a fruit pounder. Und zweimal. Okay, und dann müssen wir noch den Speer umpacken. So, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt beginnt die große Schlacht. Na? Okay, er ist ein bisschen weit weg, aber das dürfte gehen. Jetzt wird er erstmal wach. Okay, meine Pfeile machen eigentlich null Damage. Ich bin froh, dass ich den eingebaut habe. Also wenn ich das jetzt auf offener Fläche versucht hätte, ich wäre am Arsch. Der Stinkerfall. Oh. Ja, das Mifi-Bohneintopf, ne?
Da geht aber deine Lebensqualität ganz schön nach unten, du. Deine Lebenserwartung, die sinkt und sinkt und sinkt. Einen habe ich noch. Drei habe ich noch. Na, ah, die Spinne ist unterwegs. Da müssen wir ein Auge drauf werfen. Oh, der arme Marienkäfer. Nach Speis und Trank kommt Scheiß und Gestank. Und das Leben sinkt und sinkt und sinkt. Ist auch ein bisschen unfair, ne? Das ist erst einmal. Stell mal vor, du gehst irgendwo hin, schläfst da seelenruhig ein. Und dann kommt so ein Verrückter, baut einen Zaun um dich und fängt an, mit Stinkepfeilen auf dich zu werfen, ja? Oder Tüten voller Hundekacke, um das so ein bisschen zu vergleichen. Aber der beruhigt sich auch bei den Pfeilen, ne? Der hat jetzt nicht einen Angriff gestartet, seitdem ich mit denen schieße. Also es hat auch so eine leicht betäubende Wirkung, denke ich mal. Wobei bei dem Mief, ne? Ich nach Linsen und Bondo habe ich auch eine betäubende Wirkung auf mein Umfeld. Okay, der ist jetzt aber erstmal alle. Kann ich so weit werfen? Frage. Das war nix. Ja. Yes, we can. Und der finale Endstoß. Stirbt Marienkäfer. Das ging überraschend gut. Also wesentlich besser, als ich mir das vorgestellt habe. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich muss immer hier alles wieder einsammeln an Pfeile und Speere. Ein paar sind außerhalb. Achso, die Speere. Aber ein paar Pfeile auch. Wie geht das denn? Nö, ist ja kein Problem, ne? So. Ja, und ein bisschen Rasen kriegen wir auch wieder, aber das müssen wir alles wegräumen. Das sieht natürlich ein bisschen doof aus hier, ne? Oh, einen haben wir noch frei. Ja, wunderbar, dann haben wir bald besseres Werkzeug. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Dass das so gut gelaufen ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass das wesentlich leichter wird und dass der Marienkäfer letztendlich auch sein Leben lassen wird. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das so leicht wird. Ich habe gedacht, er rubt hier noch eine Wand kaputt, leistet zivilen Widerstand, aber nix. Jetzt einfach hingenommen. So, damit haben wir alle. Ein bisschen schade, wie viel da drauf gegangen ist. Aber das können wir nachbauen, ne? Da können wir ja weiter abholzen. Nur eine Palette haben wir löten lassen. Ja, aber damit kommen wir zurecht. So, was können wir denn jetzt alles noch bauen? Ah, Bombardierkäfer fehlt auch noch. So. Wollen wir einmal schauen. Wir haben noch 15 Pfeile. Die können erstmal wieder zurück. Wir haben 1, 2, 3, 4 Speere. Da können wir demnächst nochmal 9 machen. Den behalten wir erstmal. Marienkäferteil und Marienkäferkopf. Oh, die müssen wir beide noch untersuchen. No. Ich hätte mir doch so gerne jetzt einmal das hier gebaut. Das können wir ja sowieso machen. Will er nicht? Ach, an der Werkbank. Ja.
Aber wir können die Insekten. Ach, verdammt. Marienkäferkopf. Ja, aber da brauchen wir ja auch Bombardierkäfer. Spinnenfang durch. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Stachelsprössling. Macht auch Schaden. Bisschen weniger. Und ist genauso langsam, den nehmen wir nicht. Insektenbogen. Oh, Spinnenfangzähne habe ich auch nicht. Und Spinnenbrocken habe ich nur einen. Schleimlaterne. Eine ausweisende Material und Schleimpilz. Aha, für Unterwasser. Ein Täuschköder, ein Köderbündel aus Kaulquappenfleisch, praktisch, um größere Raubtiere abzulenken. Ach so. Gut, kleine Problem. Da werde ich bestimmt später noch einiges von brauchen. So, die kommen da gleich rein. Ja, hier haben wir noch Käfer. In welche Kiste packen wir einen Käfer? Ah nee, das wollen wir ja auch untersuchen. Bei Tagesanbruch gehen wir einmal los. Die beiden Sachen untersuchen. Und Bombardierkäfer brauchen wir einmal für den Dörrgrill. Oder Dörrspieß, Dörrgrill. Dörrgestell, fürs Dörrgestell. Und dann brauchen wir ja noch Bombardierkäfer für Hammer und Axt. Damit wir da ein bisschen besser ausgestattet sind. That was refreshing. Ja, aber es wird ja langsam... Es wird hell am Horizont. Aber die Werkbank ruht nicht. Sie arbeitet durch. Wir brauchen nämlich noch rote Ameisenschoner. Nice and safe. Wunderbar. Jetzt haben wir doch komplett Ameisen equipped. Also wenn wir hier jetzt noch die Keule vielleicht drauflegen, so, jetzt müssten die doch direkt denken, wir sind eine Ameise. Ich meine, die sind der menschgewordene Ant-Man. So, Ant-Man ist ja ein Mensch, aber wir sind Ant-Man. Jetzt will ich mal gucken, ob ich da wirklich zu den Ameisen hin kann, ohne dass die mich angreifen. Also auch die, vor allem die Großen, ne? Tatsächlich. Die lassen mich komplett. Und die ist ja sowieso schon sauer. Big Ant, Big Ant. Ich kann hier rein. Ich bin jetzt einer von ihnen. Ich bin Ant-Man. Ich bin Ant-Man. Wie cool. Moin, Jungs. Na, macht ihr auch wieder so Ameisenkram? Jaja. Ich sehe nur nichts. Take that, Vampires. Ah. Was gibt's denn hier unten so cooles? Oh, die schläft. Wie süß. Den Stein braucht ihr nicht mehr, oder? Was ist das? Ameiseneier? Wenn ich davon jetzt eins entwenden würde, so rein hypothetisch, ne? Wir wollen ja was untersuchen gehen. Wenn wir auf dem Rückweg sagen, wir nehmen so ein Ei mit. Ich will hier auch noch gar nicht zu weit gehen. Da wären tatsächlich die Wegabweiser gut, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Aber wenn wir uns so ein Ei ausleihen, tragen wir das quasi als Muttertier oder haben wir denn Ärger? Oh shit, wir haben Ärger. Lauf, 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 lauf. Ich bin eine Ameise, ich darf das.
Kein Problem, kein Problem. Ich bin einer von euch, vergesst das nicht. Ich bin doch eine Ameise. Ich bin eine Ameise. Oh. Mama, Hilfe. Oh, 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 oh. Oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Ausdauer. Hep. Ah. Packe weg. Ich muss das Ei loswerden. Oh nein. Ich hoffe, die haben sich mein Gesicht nicht gemerkt. Weil, wenn ja, dann habe ich ein dezentes Problem. Okay, die wissen nichts mehr. Wir sind wieder Freunde. Alles ist cool. Ich bin zufrieden. Wenn ich den jetzt selber... Ich setze mich auf das Ei drauf. Ich brüte den aus. Dann ziehe ich den groß und dann kämpft er für mich. Oder ich mache daraus ein schönes Omelett zum Frühstück. Wäre auch mal was Schönes. Schöne Ameiseneier. So, wollen wir das untersuchen hier. Marienkäferbrocken. Ah, Rüstung. Können wir Marienkäferbrustpanzer, Gesichtspanzer, Deko, Beinschienen und Reparaturkleber. Okay. Um was zu reparieren, finde ich, ist das ein bisschen aufwendig, die zu killen. Wäre neu bauen wahrscheinlich leichter. Wow, Wanddeko. Ich bin geflasht. So, und jetzt bin ich richtig gespannt. Vor allem, was bedeutet das hier? Denn schlüpft die? Wenn die beiden Punkte weg sind, dann schlüpft die, oder? Okay, das kann ich dann höchstwahrscheinlich hier beim Pürierdings machen. Müsste ich denn aber erst bauen. Gut, war jetzt nicht so spektakulär. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ist okay. Wir wollen nicht meckern, ne? Es gab es umsonst. Wie viel Schaden, wenn ich... Aber das auszuprobieren... Du hast ja auch wesentlich mehr Ausdauer als ich, ne? Und du bist schnell. Ja. Na so. Ich kann sagen, auf wen ist der jetzt wieder sauer? Aha. Der Harald, ne? Ja, es ist ein ganz gestresster. Immer im Stress, immer schlechte Laune, auf alle böse. Ja. Damals in der Ameisenschule, boah, mit dem hast du nur Ärger gehabt. Ja, da hinten lag auch noch ein bisschen Rasen. Den müsste ich mir eigentlich auch noch mal holen. Oh! Wenn ich jetzt mit dem Stress anfange, in der Nähe von Ameisen, helfen die mir? Denn ich, also streng genommen, ich bin ja einer von denen, ne? Aber ich würde sowieso gern ein paar Sachen wissen, zum Beispiel, wie viel Schaden mache ich dir mit der Ameisenkeule, aber... Da müssen wir erstmal speichern hier. So, das haben wir erledigt. Das sind beide und die schlafen. Das ist nix. Das ist absolut nix. Ich bin am Arsch. Was ist denn gegen die Viecher effektiv? Von dem, was ich habe. Okay.
Okay, ich brauche einen Speer. Ich brauche mehr. Der wächst hier immer wieder durch. So. Den. Okay. Denn. Da haben wir hier noch. Obwohl, das können wir behalten. Ja, da, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und ich muss Eicheln holen. Ich brauche Kisten. Ich brauche viel, viel mehr Kisten. Ich sag mal, wenn eine ganze Kiste voll ist mit Stein, dann würde ich erstmal auch keine mehr sammeln. Weil, oh, der Bogen. Weil was willst du mit so vielen... Das ist so ein Bogen. Ne, was willst du mit so viel Stein machen? In der jetzigen Phase. Wobei haben ist halt auch besser als brauchen, ne? So, ist der jetzt unterm Stein oder läuft der schon wieder draußen rum? Oh, da ist noch ein Stück Zaun. Das habe ich in der Dämmerung nicht gesehen. Sind beide drunter. Drunter oder so halbwegs drunter? Oh, knapp. Wo bleibst du denn? Oh. Bin immer noch hier. Komm doch mal hinterher hier. Na, so ist brav. Wo ist er hin? Ist er schon wieder unterm Stein? Das Problem ist, die kriegen ja wieder Leben dazu nach einer Zeit, ne? Also wir müssen jetzt schon durchgehend piesacken, damit das auch Wirkung hat. Der war sauber. So. Hey! Haha. In den Kopf. In den Kopf. Da stehst du richtig toll. Nee, da nicht mehr. Aber bitte nicht meine Basis kaputt machen, ja? Ey, das ist Privateigentum hier. Was denkst du denn? Ich war als zweites hier. Ajo, boy. Ups. Da bin ich ein bisschen verzogen. Langsam, aber sicher. Also die Bombardierkäfer sind trotz deren Ability, sag ich mal, relativ angenehm zu bekämpfen. Zumindest von hier oben. Oh, boah, der war gut. Das muss ich mir lassen, ne? Da hat er... Au, ei. Gut, wenn ich sterbe, dann zumindest hier oben.
Bitte hab nicht wieder volles Leben. Tukanova. Everything better still be here, you stupid ants. Gut. Ja. Er hat zumindest kein volles Leben. Wo ist er denn? Ist noch ein Pfeil. La 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 la. Hat er mich nicht gesehen? Oh, ich häng fest. Ein harter, aber erfolgreicher Kampf. Und wir haben den Käfer erwischt. Mein Inventar ist voll. Was kann ich denn rausschmeißen? Ah, das hier. So, jetzt geben wir mal das da. Ich mach doch mach ich doch die Stinkerpfeile, oder? So. Oh, die Pilze, die können wir gleich noch mit hochnehmen. Erstmal müssen wir hier unseren Dörrgestell fertigstellen. Oh. Und wie lange hängt der jetzt? Dann können wir ja schon bald kochen, ne? Marienkäferteil. Oh, schön, schön. Jetzt hat der 3 so eine Dinger. Nicht, dass der mir im Rucksack schlüpft oder sowas. Nee. Da. So, die können erstmal wieder rüber. Oh. Bisschen Ordnung. Das muss sein. Na, wir packen erst die vollen. So. 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 Und so. Und den lassen wir drinnen. Und die noch. Und 20er nach vorne. So. Und aus dem, das ist die Kochdrüse. Die müsste ich auch noch untersuchen, glaube ich. Ameisenei, ja, für mich ist das Essen, ne? Ich pack das erstmal in die Essenskiste. Und Säuredrüse haben wir hier. So, wunderbar. Das haben wir alles aussortiert. Dann kommt der Marienkäfer hier erstmal noch rein. Die Ameise ist ja auch drin. So, und das packe ich erstmal in die Küche. Okay, das muss ich erst untersuchen. Da weiß ich noch nicht, ne? Das lassen wir erstmal noch. Ich muss das verschrotten. Warum soll ich es denn überhaupt mitnehmen? Aktion. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. So, nochmal einen Schluck trinken. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Und nochmal ein paar Pilze snacken. Oder nee, den hier. Der läuft uns ab. Ja, Lebensmittel ablaufen lassen wollen wir auch nicht. Oh, nehmen wir mal hier nochmal.
So. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wunderbärchen. Dann haben wir unseren Dörrgrill endlich fertiggestellt. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich den hier abnehmen darf. Es wird bestimmt eine Weile dauern. Einen etwas anderen Platz möchte ich dafür noch finden. Weil, ja, das sollte ja Küche werden, aber ist halt schon groß. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Allein vom Aussehen. Ja. Aber grundsätzlich, also hier wird schon Küche wird hier werden. Also vielleicht, ja, wenn erstmal die Wände stehen und das ein bisschen abgeteilt ist, ne, dann können wir ja immer noch sehen, was wir draus machen. So, noch ein letzter schöner Ausblick. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.